Was? So, das sieht doch gut aus. Ah. Hier sind noch ein paar Fenster. Der Ausschnitt ist noch dazu gekommen. Ja, warte, der Ausschnitt. Ja. Der hier. Oh, Manometer. Ist ja der Wahnsinn. Na, ist noch dazu, ich weiß nicht. Ist ja fast wie eine Wohnungsbesichtigung. Warum fliegen wir ihn jetzt zurück? Nee, das fahre ich zurück. Damit wir gleich einen Test machen, sonst sind wir ja noch 10.000 Folgen unterwegs. Ja, ist ein kleiner, üppiger Raum. Ich habe hinten den Bahnhof mal anders gemacht als sonst. Ja, ich habe schon gehört durch deine Erzählung. Die ganzen? Hier ist was nicht falsch. Falsch. Hier ist aber Wasser, ne? Hier müssen wir gleich aufpassen. Wo? Hier doch nicht. Das ist jetzt deine Seite. Ich bin ja hier. Was? Was macht denn der? Der kommt immer aus einer anderen Stelle raus. Naja, das kriegt man ja schon wieder hin. Ich musste niesen. So was machst du? Ja. So was Unmenschliches. Niesen. Aber ich habe wenigstens den Aufnahmestopf nicht gedrückt. So wie manchmal. Ja. Schön. Nie drücken, wenn man was sagt, sondern wenn man niesen muss, da drückst du. Ja, das kann man schon mal machen. Man kann sie ja mal vergessen. Ja, na klar. Wie die Reihenfolge ist. Erst niesen, dann drücken. Ist es du ja hast eigentlich. Hier Schienen vergessen. Nee. Hab ich nicht. Hast du wohl? Ist alles da. So. Und zwar sieht das so aus, hier so. Ne? Hier kannst du dann irgendwo raus. Also hier. Aber muss ja schnell sein, wa? Was? Achso. Hier kannst du raus und dann musst du den Knopf drücken. Und hier geht's einfach wieder drauf. Achso, da schiebst du sozusagen hier rüber. Oh, ey. Sag mal auf, ey. Wohin geht's? Achso, hier ist das Ende. So, ich komme mal kurz, damit ich das testen kann von hier. Jui. Super. Danke. Die Ofen dauern ja ein bisschen. Ja, was? Irgendwie schon, ne? Jui. Geht irgendwie nie so gut. Egal. Na doch, also ich fahre. Ich jetzt auch. Jetzt wieder ein bisschen lauter, deswegen werde ich jetzt nicht allzu viel erzählen. Warum? Weil es so laut ist. Oh, ja, das ist das. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, ich habe mal kurz die Musik leiser hier gemacht, also Dingsbums leiser gemacht. Was hast du vergessen? Klasse. Ne, irgendwo ist Kies, aber das sieht man jetzt nicht so, wenn man nicht so drauf ist nicht so schlimm. Tut. Weiß ich ja eh, dass du das warst mit dem Fusch. Oh. Ich hab nicht gefuscht. Ach, hier die ganze Kohle noch vergessen und auch na, hier alles Kohle voll. Hab ich immer gelassen. Ach so, nein, das ist okay. Das hab ich ein bisschen Erde. Oh. Vorsicht, ich bleib hier stehen. Sehe ich. Warum stehe ich hier? Wie sieht die? Sieht so aus, als wäre es. Ach, rumgestümper. Wieder auf höchsten Nivea. So, ich fahr weiter. Sehe ich. Ich schieb dich mal an, ja? Ja. So, Kaui. Und wie findest du es in unserem, Pärchenlore hier so? Eigentlich immer deine Arme hin und her bewegen. Das sieht schon doof aus. Ja, vor allem, du fährst ja manchmal in mich hinein. Nö, bei mir nicht. Also, deine Füße sind in meinem Waggon raus. Raus. Mein Platz. Ja, also eine einen Sensor kann man ja mal vergessen. Aber zum Glück haben wir es mitbekommen. Ich weiß nicht, wie viel du vergessen hast. Gar keine. Bestimmt null. Ja, das wird so sein. Das könnte sein, ja. Ist das schön. Und hier ist die ganze Zeit nix. Also es ist auch schon... oben. Oh, wow, das war aber jetzt in Aussicht. Ja. Das müsste ja klar um die Kurve gehen. Leider kann ich nie so um dich rumgucken hier, weil du blockierst mir sowas von den Weg. Da ist sie auch bloß blau. Schade. Oh. Also es sind schon schöne Momente. Magic Moments. Die sind aber auch ganz schnell wieder weg. Ja. Und unten.
Ah, hat man sich gesehen. Oh, gesehen. Da waren die vier. Und jetzt nach links oder rechts? Aber nach links, ich glaube, schöner. Oh, das sieht wirklich so aus. Ist das schön geworden. Jetzt schon mal um die Kurve. Echt? Da gucke ich jetzt nach rechts. Schwupp. Okay. Die Kurve hat uns abgedrängt, zum Glück. Vorsicht, ich stehe. Wieso denn das schon wieder? Hast du wieder was vergessen? Ich weiß es nicht. Ich stehe auch. Wo stehst du? Aber ich kann ich da eigentlich nicht stehen. Ich kann hier eigentlich auch nicht stehen. Warum? Was ist hier schon wieder passiert? Ging jetzt die ganze Zeit. Muss doch weitergehen hier. Jetzt ging's. Ja. Komisch. Hä? Stehe ich auch hier oben? Ja, dort stand ich auch gerade. Vielleicht ist es bergauf nicht so gut. Wisst ihr, wie ich mein? Na doch, es steht da teilweise. Ich weiß es nicht. Manchmal hast du. Ich halt nicht, nappen. Oh, jetzt meckere nicht rum. Mecker doch am Necken, ey. Oh, jetzt ist er hier viel schlechter. Ich bin ja irgendwie halb. Jetzt fährt die Lore ohne mich. Ich komm jetzt zu dir. Hallo. Haie, ne? Komm, jetzt fahr ja hoch. Schon wieder stehen geblieben. Hä, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ich fahre hier. Bum, 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 bum. Ich so, also das Bullshit. Geht. Komischerweise hält man hier manchmal an, warum auch immer. Aber wieder nur bei deiner Strecke. So. Oh, jetzt sitze ich tiefer in der Lorena, was soll's? Ja, ich habe den falschen Stein gesetzt aus Versehen. Na, klasse. Jetzt sitze ich wieder normal in der Lorena, das sehe ich besser. Ich nie. Ich sitze ganz tief drin. Ja, so saß ich auch gerade. Und wie hast du das hingekriegt? Bist ausgestiegen? Nee, keine Ahnung, da ist irgendwann automatisch hochgerutscht. Ach so. Jetzt stehe ich hier wieder. Obwohl Mist, du hier wahrscheinlich weitergekommen bist. Ich kam dann weiter, ja. Manchmal finde ich das gerade ein bisschen eigenartig. Oh, scheiße. Ja, eigenartig reicht eigentlich so. Scheiße ist es jetzt, ne? Nee, ich hab kurz. Na, ist nicht so schlimm. Passiert halt. Muss man halt ein bisschen selber schieben dann. Naja, muss man ein bisschen was machen. Kreativ sein. Auf jeden Fall sitzt jetzt wieder normal drin. Kann mir die Kohle angucken. Jetzt verschwindet erstmal die Kurve. Na, Halleluja, das wird ja noch eine Weile dauern, müssen wir mal da sein. Nee, das geht dann schnell. Hier ist ein Stein falsch gesetzt. Den haben wir gleich mal weggemacht. Oh, ist das schön hier. Bist du auf der Rückfahrt jetzt schon, oder? Ich komme jetzt wieder zum Ende, ja. Na, da bin ich auch schon unterwegs. Na, den Stein, der falsch gesetzt war, der hat so rausgeguckt, ne? Ja, der war halt mitten im Gang. Ja, den hab ich gesetzt, muss man sagen. Doch, mal ein bisschen oh, scheiße. Wunsch. Den hab ich ganz alleine gesetzt. Schön hier. So, ich bin da. Ui, jetzt erst? Ui. Was? Da will ich nie wissen, wie lange ich hier noch fahren muss. Ja, du fährst jetzt bestimmt eine Weile. Hier ist ein See. Oh, ich bin falsch gefahren. Ich bin woanders. Mist. Ich bin jetzt Richtung Venedig gefahren. Ah, upsi. Ja. Mach ich denn jetzt? Tja. Das war's dann wohl. Und auch hier sind Pilze. Schön. Ja, ach, der Ausbesserungsmensch ist auch schon da. Ist aber schön. Guten Tag. Tschüss. Er ist aber unfreundlich, der grüßt niemand, der Typ. Ich hab das schon ein. Stellst den Typen ein und nichts passiert, wisst ihr, da kriegt niemand die Fresse auf. Typisch irgendwelche Leute. Ja. Schlimm.
So, das ist natürlich die Frage, die sie mir noch stellt. Wie kommt man denn jetzt von hier zum... Ach so. Möchte man vielleicht noch ein Treppchen nach oben bauen, weil sonst weiß man ja gar nicht, wie man da hinkommt. Bohlen. Bohlen? Bohlen? Nope, Dieter? Bist du es? Da ist das Ende. Wir sind ja noch nicht reingegangen. Das ist echt gruselig irgendwie. Das ist so komisch hier aufgebaut. Na, so 0815 mäßig. Neu. Kann eigentlich nur eine Konstruktion vom Graue gewesen sein. Ja, das habe ich mir selber überlegt. Habe ich mir ganz alleine überlegt, den Mist. Kann überhaupt nie gehen. Das habe ich mir ganz alleine ausgedacht. So, jetzt schwebe ich aber zurück. Soll das jetzt heißen, dass wenn ich mir was aussehe, das nie funktioniert? Ja, kann man schon so sagen. Stimmt nicht. Hast recht. Es hat funktioniert, dass du eins und eins zusammenzählen konntest. Das war schon gut. War schon erste Sahne. Was denn? Nicht? Ja. Oh, ein Loch. So. Oh, schön. Ah, noch ein Loch. Warum haben wir denn hier teilweise Löcher? Weil... wahrscheinlich und so. Ah, nee, ich hätte mal bei Cheese nachgerutscht ist. Ja, das kann durchaus sein. Ich fand das halt eine gute Idee, dass wir hier einfach dann ein bisschen mit Glas, dass man was sieht. An sich sieht der Tunnel total kahl, straight aus. Naja. Na? Ist halt ein U-Bahn-Tunnel, weißt du? Eine typische Win-Win-Situation halt. Profitieren beide, der Tunnel und wir. Warum der Tunnel profitiert, aber ist... Naja. Ja, der Tunnel sieht nie scheiße aus, aber auch nie schön. Also braucht man nie andauernd schminken. Aha. Positiv für den Tunnel. Ja. Sieht schon cool aus hier mit dem... Mit der Schlucht hier so, und wenn dann die ganzen Monsters da so kommen, ist schon geil. Ja. Pop, 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 pop. Und dann jetzt hier rum... Jetzt sind wir schon wieder da. So gut wie. Also es wird irgendwann ein richtig fettes U-Bahn-Netz hier. Ja. Ja, ja, das habe ich nicht mehr gesehen. Schön. Es hat nämlich gerade nochmal eine. Oh, wieder eine Ausbildungsstelle. Und du rast hier vorbei und siehst nichts. Ja, ich wollte mal den Zuschauern zeigen, was man hier wirklich sieht. Schön. Achso. Ja. Guck ich mal kurz in die Oberfläche. Und man sieht den Sonnenuntergang. Klasse. Doof wäre es jetzt gewesen, wenn hier oben schon alles kaputt gewesen wäre. Weil wieder ein Angriff war. Nö, ging ja nicht. Achso. Ja. Wäre blöd gewesen, ja, das stimmt. Ansonsten, ja, gibt es erstmal nicht viel zu sagen. Wir haben jetzt wieder was geschafft. Ich will das heute wieder in die Länge ziehen. Das ist Blödsinn. Mir fällt jetzt du willst es heute wieder in die Länge ziehen. Ich will es heute wieder in die Länge ziehen. Mir fällt jetzt erstmal nichts ein, was wir jetzt noch machen könnten. Von daher stelle ich mich ins Häusel heute wieder. Ich stelle mich heute mal auf den Turm. Stimmt, da stelle ich mich auf einen anderen Turm. Komm, wollen wir Wachen zusammen spielen? Ich bin Wache B. Und ich sehe Schweine. Wache A. Oh, Schweine, bist... Kühe. Auf welchem Turm bist denn du jetzt? Auf dem anderen gegenüber. Also. Ach so, ganz weit weg sozusagen. Du siehst meinen Turm. Am anderen nicht. Eingang, ne? Ach ich so. Sehe deinen Tunnel, deinen Turm, aber ich sehe dich. Achso, ja, gut, weil du die Sichtweite höher gestellt hast, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich sehe aber deinen. Ich sehe die beiden Türme von dir, aber ich sehe dich nie da drauf. Ja, dort stehe ich aber. Tja, Pech. Gut. Jo. In dem Sinne, danke mir erstmal fürs Zuschauen. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.